Ich möchte zu zwei Ereignissen Stellung beziehen, zum einen den EU-Türkei-Gipfel, zum anderen den UN-Klimagipfel. Gestern haben sich in Brüssel die Vertreter der EU mit der türkischen Regierung auf 3 Milliarden Euro geeinigt. Geld, um dann zu verhindern, dass weitere Flüchtlinge aus der Türkei Richtung EU kommen. Wir meinen, das ist ein grausamer, ein dreckiger Deal. Denn es gibt keinerlei Garantie dafür, dass diese 3 Milliarden Euro wirklich in eine menschenwürdigere Behandlung der Geflüchteten in der Türkei verwendet werden. Vielmehr wird das Geld wohl in das Grenzregime fließen. Ein Grenzregime, was offensichtlich auf der Verabredung beruht, dass man Menschen sterben lässt und dass man in Kauf nimmt, dass Menschen an den Grenzen sterben. Männer, Frauen, Kinder. Besonders schändlich ist diese Vereinbarung vor dem Hintergrund der Politik des türkischen Chefs Erdogan. Die Türkei unter Erdogan ist keine Demokratie mehr. Der Mord an dem Anwalt Tahir Elçi macht einmal mehr deutlich, wie unter Erdogan mit Regimekritikern umgegangen wird. Es ist für mich vollkommen unverständlich, dass man nach so einem Mord an einem Regimekritiker einfach weiter mit Erdogan verhandelt und ihm noch Milliarden zuschanzt. Und dieser Mord ist kein Einzelfall. Regimekritiker werden extremst unter Druck gesetzt. Die Pressefreiheit ist faktisch ausgesetzt. Büros von Kritikern sind permanenten Anschlägen ausgesetzt in der Türkei. Wir wissen, dass Erdogan kurdische Einheiten, diejenigen, die sich dem IS in den Weg gestellt haben, bombardieren lässt, während der Umgang von Erdogan-Regime mit dem Terrorbanden des IS höchst sozusagen fragwürdig ist. Es ist immer noch unklar, ob es da nicht doch eine geheime Komplizenschaft gibt. Und vor diesem Hintergrund ein Regime 3 Milliarden zu geben, halten wir für unverantwortlich. Besser wäre gewesen, ein klares Signal Richtung dem Despoten Erdogan auszusenden, und das heißt unserer Meinung nach, das Verbot der PKK aufzuheben. Und zweitens meinen wir, wenn man verhindern möchte, dass Menschen aus purer Not und purem Elend die Flucht getrieben werden, dann wäre es sinnvoller, Geld in die Hand zu nehmen, um die riesengroßen Zeltstätten der UN, wo bereits viele Geflüchtete leben, entsprechend auszustatten. Also Geld in die Flüchtlingscamps des UNHCR ist deutlich besser angewendet, als es einem Despoten wie Erdogan in den Rachen zu werfen. Zum UN-Klimagipfel in Paris. Der Klimakollaps ist nicht mehr nur eine abstrakte Bedrohung für irgendwann in der Zukunft. Wir erleben auch hier bereits in den reicheren Ländern, auch in Europa, dass die Unwetter mit verheerender Wirkung zunehmen. Aus Jahrhunderten Hochwasser werden Jahrzehnte Hochwasser. Und innerhalb der reichen Länder sind besonders die Ärmsten davon betroffen, weil sie sich eben nicht den Umzug in überschwemmungssichere Gebiete jeweils leisten können, weil sie stärker von Umweltverschmutzungen betroffen sind. Im globalen Maßstab trifft es besonders den ärmsten und verwundbarsten Teil, nämlich den globalen Süden. Die sind von Dürren oder Überschwemmungen in existenzieller Art und Weise oft betroffen. Und insofern wissen wir, dass die Menschen, die infolge von Klimakollaps und damit einhergehend auch der Zerstörung von Lebensraum und landwirtschaftlicher Fläche in die Flucht getrieben werden, wird deutlich zunehmen. Klimaschutz ist also auch ein Mittel, um sagen, Flucht aufgrund von Not und Elend zu verhindern. Gestatten Sie mir, dass ich kurz grundsätzlicher werde, weil wir erleben seit Längerem, dass die globale Klimapolitik scheitert. Man hat es bisher nicht geschafft, sich auf ein konsequentes Ziel des CO2-Ausstoßes nicht nur zu verständigen, sondern das auch durchzusetzen. Das liegt vor allen Dingen daran, weil mächtige Konzerninteressen dem entgegenstehen und einzelne Länder sich auch nicht getrauen, voranzugehen, weil sie halt offensichtlich im globalen Wettbewerb stehen. Und deswegen, wenn man an die Ursachen des drohenden Klimakollaps ran will, muss man grundsätzlich an die Wirtschaftsweise rangehen. Insofern sind wir ganz bei Naomi Klein, die sagt, wir müssen uns entscheiden, Kapitalismus oder Klima. Ganz konkret jetzt für den anstehenden Klimagipfel erwarten wir von den Regierungen ein deutliches Signal, und wir meinen, die Bundesregierung muss sich klar für ein verbindliches Ziel einsetzen. Das Mindeste wäre, dass jetzt endlich mal eine Vereinbarung kommt, dass man die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius begrenzt.